Hallo meine Lieben, ja, wir kündigen euch unser neues Video an, das ihr auf Vimeo und auf unserer Website findet. Und zwar fragen wir heute pünktlich zum Vollmond im Zeichen der Zwillinge nach den Energien, die diese Vollmondenergie ins Kollektiv der Seelenpaare bringt. Ja, meine Lieben, wir haben ein spannendes Reading gemacht, ja. Und ich kann euch jetzt schon verraten, es spiegelt sehr schön diese Ambivalenz, die dieser Vollmond in den Zwillingen ins Kollektiv bringt. Ja, vielleicht merkst du das bei dir selbst auch schon. Und was jetzt ganz krass ist, falls du meinen intuitiven Impuls zum Wochenende vom Freitag gesehen hast, da ging es um die Schlange. Da ging es um eine Frau, die dir in gewisser Weise ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ja. Und die taucht hier auch wieder auf. Also es könnte sich dabei entweder um eine noch bestehende Partnerin deines Seelenpartners handeln oder aber um eine Frau, die dir eigentlich nahe steht, ja, bei der du aber etwas Vorsicht walten lassen solltest. Also das ist sehr, sehr interessant, dass sich das Thema hier wiederholt. Und ja, wir freuen uns, euch präsentieren zu dürfen. Eine Seite hier für dich, das ist die Seite, die für dich ja, gelegt wurde. Wir haben das Lenormand benutzt, um zu gucken, welche Energien in Form der Gedanken und Gefühle bringt dieser Mond vielleicht zu dir. Das Gleiche hat Micha dann für deinen Seelenpartner gelegt. Wenn du für eine Frau schaust oder in den gleichgeschlechtlichen Seelenpartnerschaften, bitte ja, macht das für euch so passend, wie es zu eurer Situation stimmt. Und seht es uns nach, dass wir hauptsächlich von dir als Frau sprechen und deinem Seelenpartner als Mann, einfach deshalb, weil das wirklich die meist vorkommende Kombination ist. Und deswegen fällt es uns dann vom Redefluss her etwas leichter, dabei zu bleiben. Ja, aber bitte passt das für dich so an, wie es für dich stimmt. Und wir haben dann euch beide als Paar hier unten herausgelegt, als Herrscherin und Herrscher, als das Seelenpaar. Und da fragen wir dann nochmal, welche Aufgabe habt ihr denn jetzt in diesem Prozess? Einmal, welche Aufgabe ist denn jetzt für dich wichtig? Welche Aufgabe habt ihr auch als Paar fürs Kollektiv? Und welche Aufgabe hat dein Seelengefährte jetzt vor sich? Es gibt dann noch jeweils eine Seelenbotschaft hier aus den Amor-Liebes-Deck-Herzkarten. Da fragen wir, was möchte deine Seele deinem Herzensmenschen heute mitteilen und umgekehrt. Und natürlich haben wir auch noch eine Schlussbotschaft, einen Schlussimpuls und zwar aus dem Seelenpartner-Orakel. Und der passt sehr gut zum scheinbar an diesem Wochenende so präsenten Thema der bedingungslosen Liebe. Ja, wenn dich das Video interessiert, findest du den Link sowohl zu Vimeo als auch zu unserer Website, wo du das Video im Shop findest, direkt hier in der Infobox unter diesem Video. Und wir bedanken uns an der Stelle ganz herzlich für all diejenigen unter euch, die ab und an solch ein Video kaufen, denn das unterstützt uns sehr in unserer Arbeit und ja, wir sind da von Herzen dankbar. Ja, dann viel Spaß beim Video. Tschüss!